Unser heutiges Thema ist die Initiativbewerbung. Mein Name ist Uta Galle-Hahn. Vielleicht kennen Sie mich aus den anderen Bewerbungsvideos schon. Wenn nicht, klicken Sie mal rein. Wir haben interessante Sachen für Sie schon aufbereitet und vorbereitet. Die Initiativbewerbung ist eine Bewerbung, die aktiv von mir als Bewerber, Bewerberin ausgeht, ohne eine Ausschreibung vom Unternehmen, ohne eine Stellenausschreibung. Das heißt, ich suche aktiv auf dem Arbeitsmarkt. Um das gut hinzubekommen, ist zunächst mal ganz, ganz wichtig, dass wir eine gute und umfassende Recherche betreiben. Das wird oft übersehen. Wir sind auch oft ein bisschen faul. Wir denken, wir schreiben mal schnell eine Initiativbewerbung, aber das haut nicht hin. Also eine gute Recherche bedeutet, wir müssen uns überlegen, welche Branchen kommen für mich, für mein Berufsprofil in Frage. Alle anderen Branchen brauche ich ja gar nicht anschreiben. Da brauche ich gar keine Zeit zu investieren. In welchem Umkreis, welcher Umkreis kommt für mich in Frage? Das heißt, in welchem Umkreis bin ich mobil? Was ist für mich erreichbar? Welche Firma? Will ich in einem größeren oder sogar Großunternehmen arbeiten oder bevorzuge ich klein- und mittlere Unternehmensgrößen? Wichtig ist auch, schauen Sie sich die Bewertungen Ihres eventuell zukünftigen Arbeitgebers an. Wie ist der Ruf des Unternehmens? Wofür steht das Unternehmen? Das heißt, riskieren Sie auch ruhig mal einen Blick auf die Unternehmensphilosophie. Ohne diese Grundlage brauchen wir keine Initiativbewerbung zu verfassen und anzugehen. Zweiter Tipp: Keine Initiativbewerbung hat Erfolg ohne vorherige Kontaktaufnahme. Vorherige Kontaktaufnahme kann über zwei Medien laufen, heute immer noch bevorzugt über das Telefon oder aber über Online-Kontaktformulare. Aber auch da empfehle ich, in das Kontaktformular als Anliegen hineinzuschreiben, persönliche Kontaktaufnahme wegen bestimmter Nachfragen, also Bewerbungs- oder Arbeitsmarktsituation. Dritter Punkt, diese vorherige Kontaktaufnahme, das Telefonat, muss vorbereitet sein. Das kann mit einer ganz simplen Checkliste, so wie wir es alle auch bereits kennen, aus Vorbereitungen geschehen. Zwei Fragen sollten auf alle Fälle nicht untergehen dabei. Das sind die Hauptfragen. Und zwar einmal, besteht bei dem Unternehmen, das Sie interessiert, kurz- oder mittelfristiger Bedarf? Es nützt Ihnen überhaupt nichts, wenn das Unternehmen sagt, nee, wir haben keinen Bedarf, aber in 5 Jahren wird eine Stelle frei, gerade die, die Sie suchen. Zweite Frage, ganz wichtig, wenn eine Bewerbung gewünscht und abgesprochen ist, dann müssen Sie wissen, an wen richten Sie diese Bewerbung. Versuchen Sie auf alle Fälle herauszubekommen, einen Namen, einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Dann als letztes ist noch ganz wichtig, eine Initiativbewerbung ist eine Kurzbewerbung. Sie brauchen also nicht das Ganze, alles, was man so unter Bewerbungs- und Bewerbungsunterlagen versteht, mit reinzupacken und zu verschicken oder zu vermailen. Das ist eine Kurzbewerbung und wie das aussieht und aber auch die Vorbereitung des Telefonats. Das sind zum Beispiel wiederum Inhalte unseres Coachings, das wir speziell in Mainz und Mainz-Bingen für die Personen anbieten, die den beruflichen Wiedereinstieg nach der Familienzeit suchen. Perspektive Wiedereinstieg Mainz bietet vielfältige Unterstützung, Beratung, Coaching, auch online gestützte Beratung, Webinare zum beruflichen Wiedereinstieg für alle diejenigen, die aus dem Raum Mainz, Mainz-Bingen kommen. Und wir helfen Ihnen gerne bei der Profilerstellung, bei der Kurzbewerbung, bei all den Themen, die rund um die Bewerbung anfallen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns immer über einen Daumen hoch. Wir freuen uns noch mehr, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Und wir haben nämlich auch noch jede Menge andere Videos für Sie vorbereitet.